Dass die Lage hier in Deutschland, dass er die sehr negativ sieht und dass er in verschiedenen Ländern gewesen ist, wie zum Beispiel Großbritannien, Kanada, USA, glaube ich auch, und dass die Situation dort anders ist. Fakt ist, die Situation in Kanada, USA und Großbritannien ist wesentlich besser als in Deutschland. Aber von welcher Seite her? Von der Seite her, dass die Muslime viel mehr Freiheiten haben. Wo kommt das her? Woher kommt das? Woher kommt das? Warum gibt es zum Beispiel in Amerika, in jedem Islam, in jedem Stadtteil von einer großen Stadt, einen islamischen Kindergarten? Warum gibt es in Großbritannien über 150 islamische Schulen? Warum gibt es in Großbritannien islamische Internate, wo die Kinder Koran auswendig lernen? Warum gibt es das dort? Warum ist das so? So, deswegen ist es wichtig, dass wir die Geschichte von unserem Land richtig verstehen, um die Situation besser beurteilen zu können. Erstens, die meisten, die ausgewandert sind in diese Länder, sind Leute gewesen, die schon von vornherein Englisch konnten, aus den kolonialisierten Ländern, Pakistan, Indien etc. Das heißt, sie konnten viel, viel besser Anforderungen stellen. Und das war alles vor dem 11. September. Weil nach dem 11. September hat sich die Situation weltweit verschlechtert. Diesbezüglich, was Möglichkeiten gibt, den Islam auf friedliche Art und Weise zu verbreiten. Okay? So, die andere Sache ist, dass es viel mehr Leute gibt, die dorthin gezogen sind, die nicht nur Hilfsarbeiter gewesen sind, sondern die eine bestimmte Kraft gehabt haben, Doktoren waren etc. So, und die dritte Sache ist, die mit dem Land zusammenhängt. Frankreich, England, USA, Kanada haben viel mehr Selbstbewusstsein in ihre Demokratie oder viel mehr Vertrauen in ihre Demokratie als Deutschland. Woran liegt das? Das liegt an der Geschichte Deutschlands. Im Jahre 1928 hatte Adolf Hitler 2,6% der Stimmen gehabt bei der Wahl. Im Jahre 1933 ist er Reichskanzler geworden und hat die Demokratie ausgehebelt. Von daher haben die Deutschen eine ganz andere Paranoia diesbezüglich, dass eine kleine Gruppe innerhalb von kurzer Zeit Macht übernehmen kann. In den 20er Jahren war die Partei von Adolf Hitler, weil sie vorher einen Putsch versucht haben, waren sie verboten gewesen. Ja? Das heißt, wir haben es hier mit einer anderen Situation zu tun. Es gibt zum Beispiel Brüder, die kommen zu mir und sagen, ja, guck mal, in Belgien, da gibt es eine islamische Universität, warum machen wir sowas hier nicht in Deutschland? Warum ist das nicht so? Dazu kann ich sagen, ist schön, wenn man sowas hier machen kann, aber die Situation ist einfach ganz anders. Erstens, wie ich schon gesagt habe, die Deutschen haben immer viel mehr Paranoia als in anderen Ländern. Zweitens, diese Universität, die gibt es schon seit vor dem 11. September. Und drittens, die Bevölkerung an sich ist etwas anders diesbezüglich. Das heißt nicht, dass die Deutschen Rassisten sind. Rassisten gibt es überall. Rassisten gibt es leider auch in islamischen Ländern. Ja, man kann nicht pauschal sagen, die Deutschen sind Rassisten. Ganz im Gegenteil, ihr seht, wenn jetzt sowas wie in Köln passiert, wie mit diesen Hooligans gegen Salafisten, ja, da stehen sehr viele Leute nachher auf. Ihr habt selber hier in Hannover gesehen, 6000 Gegendemonstranten. Da haben die meisten Deutschen keinen Bock drauf, auf Rechtsradikale, Nazis und sowas. Ja. Das ist so. Deswegen kann man sich nicht pauschal sagen, es sind sowieso alle nur Nazis. Das stimmt nicht. Aber es gibt eine gewisse Angst, weil die Geschichte prägt einen sehr stark. Insbesondere wenn es, und das ist etwas, was einem manchmal gar nicht so bewusst ist, etwas anderes ist, der 30-jährige Krieg. Jetzt wird jemand sagen, aber warum sie, willst du uns flachsen? Das ist Jahrhunderte her, kommst du uns jetzt im 30-jährigen Krieg oder was?
spinnst ein bisschen. Das ist Jahrhunderte her. Nein, der 30-jährige Krieg, solche historischen Ereignisse, und das hat sich hauptsächlich hier auf deutschem Boden natürlich nicht nur abgespielt. Angefangen hat es in der heutigen Tschechei, ja. Aber trotz alledem, große Schlachten in Magdeburg und so weiter, dann am Ende der Westfälische Frieden in Münster. So. Das heißt, hier war es so gewesen, dass es zu einem Krieg kam zwischen Protestanten und Katholiken, der innerhalb von 30 Jahren zur damaligen Zeit, wo die Bevölkerungsanzahl noch viel, viel niedriger war weltweit, 5 Millionen Tote gebracht hat. 30 Jahre. Übrigens, die Anzahl der Toten zur Zeit des Propheten, also 23 Jahren, waren ca. 1200 und noch was, ein paar zerquetschte. Ja? Nur mal so nebenbei. 5 Millionen, 4 oder 5 Millionen, ich weiß die Zahl nicht genau, 4 oder 5 Millionen Tote. Bruder, die haben Leute auf der offenen Straße in Kochtöpfe reingetan und gekocht. Die haben Leuten Seile an die Hoden gebunden und die dann rausgerissen. Viergeteilt. Brutalste Art und Weise. Kannst du dir vorstellen, einen großen Kochtopf mit Kochen heißen, was haben die Leute gekocht? Richtig brutal. Ja? Gustav, Gustav Adolf von Schweden. Ja? Ach, der hat Trichter den Leuten in den Bauch, in den Hals reingetan und Kuh und Jauche reinlaufen lassen durch den Trichter. Dann sind die denen auf die Bäuche gesprungen. Alles warum? Weil die Protestanten davon überzeugt waren, dass ihr Glaube richtig ist und die Katholiken davon überzeugt waren, dass ihr Glaube richtig ist. Und dieses Bewusstsein, 5 Millionen Tote, sowas verbreitet sich. Sowas wird immer noch in der Schule beigebracht. Deswegen hörst du auch immer den Schwachsinn, ja, die meisten Tote und die meisten Kriege gab es durch Religionen.